2013 wurde ein Gesetz beschlossen, das die Lehrerinnenausbildung ganz neu konzipiert, ganz neu vorsieht. Welche Chancen haben denn diese Veränderungen für die Pädagogische Hochschule der Diözese Linz? Naja, die Chancen bestehen darin, dass wir eine Forderung jetzt umgesetzt oder umsetzen können, die wir als Hochschulen schon lange gestellt haben, die Anpassung der Ausbildung aller Lehrerinnen auf Masterniveau. Das ist internationaler Standard. Die gesellschaftlichen Herausforderungen, die schulischen Herausforderungen erfordern hier eine intensivere Ausbildung. Wir haben bisher gute Ausbildung gemacht mit 6 Semestern, aber es ist sozusagen einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dass wir hier dieses 10-semestrige Studium haben, wir können bestimmte Inhalte, Kompetenzen weiter ausbauen, vertiefen. Lehrer und Lehrerinnen, das Anforderungsprofil hat sich geändert in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Und mit dieser neuen Ausbildung können wir dem Rechnung tragen, dass die Lehrer und Lehrerinnen bestens ausgerüstet sozusagen in die Schulen hinausgehen, um mit diesen Herausforderungen auch gut umgehen zu können. Und das ist einfach ein großer Erfolg, für den wir lange gekämpft haben. Und an uns liegt es jetzt, die Curricula so zu gestalten, dass das wirklich eben auch sozusagen mit Qualität gefüllt wird. Und das Zusammenwirken von Universitäten und Hochschulen ist schon auch, glaube ich, ein Meilenstein. Das hat es bisher nicht gegeben. Beide Institutionen haben Stärken und Schwächen, und wenn es uns jetzt gelingt, die Stärken zu stärken, dann glaube ich, ist das wirklich ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sie haben es gerade angesprochen, Zusammenarbeit von Universitäten und pädagogischen Hochschulen. Wie soll das in Zukunft funktionieren? Es soll ein Cluster Mitte geben ab dem Studienjahr 2016, 2017 für die Sekundarstufe. Was ist es und was bedeutet das auch für die Studierenden? Naja, das ist eine relativ komplexe Angelegenheit. 9 Institutionen arbeiten zusammen. Wir haben ein gemeinsames Curriculum entwickelt. Es haben hier Fachgruppen gearbeitet für alle 26 Fächer. Und man hat sich sozusagen hier einstimmig auf die Curricula sozusagen geeinigt. Das ist ja schon eine große Leistung, weil das ist ja, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Und jetzt wird es davon abhängen, dass es von der Organisation her, nachdem es ja 2 Standorte sind, Oberösterreich und Salzburg, dass wir hier in Oberösterreich, nachdem wir keine Volluniversität haben, ein möglichst attraktives Angebot auch haben. Das heißt, gute Kombinationsmöglichkeiten, die Studierenden dann, wo ein Studierender auch in Linz studieren kann. Eine Kombination wie Mathematik und bildnerische Erziehung zum Beispiel kann er zu 100% am Standort Oberösterreich machen. Oder Bewegung und Sport und Germanistik kann er Teile davon in Oberösterreich machen. Für andere Teile könnten Lehrende nach Linz kommen, um hier Veranstaltungen anzubieten. Und ja, hin und wieder wird es wahrscheinlich auch zum Pendeln werden. Da muss man schauen, wie die Studierenden darauf reagieren. Aber insgesamt soll es an beiden Standorten ein attraktives Angebot geben. Das Pendeln wollen wir in möglichst engen Grenzen halten. Obwohl heute Jugendliche, glaube ich, auch sehr flexibel sind, habe ich mir sagen lassen. Und das merkt man ja auch bei der Jugend. Aber wie gesagt, insgesamt brauchen wir an beiden Standorten ein attraktives Angebot. Veränderungen im Bereich Ausbildung Primarstufe sind bereits in diesem Semester angelaufen. Welche Erfahrungen hat man bis jetzt sammeln können und wie sehen diese Veränderungen konkret aus in der Primarstufe? Ja, in der Primarstufe, wie gesagt, haben wir jetzt, wenn man es von außen betrachtet, haben wir eben die Verlängerung von 6 auf 10 Semester, 8-semestriges Bachelorstudium, 2-semestriges Masterstudium, kann man auch berufsbegleitend machen. Das heißt, man kann nach dem Bachelorstudium schon in die Schule rausgehen. Und was sich so grundlegend verändert hat, das ist natürlich hier von den Inhalten her. Klar, es sind Inhalte dazugekommen, vor allem im forschenden Lernen, sage ich jetzt einmal, in den Bildungswissenschaften und vor allem, das ist ganz wichtig, in der inklusiven Pädagogik. Das ist sicherlich eine der größten Veränderungen, nämlich deswegen, weil es ja diese Ausbildung für Sonderschulpädagoginnen nicht mehr gibt. Das heißt, das haben wir jetzt in die Primarstufenausbildung integriert, im Sinne von alle Studierende müssen sich hier mit diesen Inhalten beschäftigen. Und ab dem 5. Semester kann man sich auch in der inklusiven Pädagogik spezialisieren. Und die dann sich noch weiter spezialisieren wollen, haben auch die Möglichkeit, ein Masterstudium in der inklusiven Pädagogik zu machen. Also das sind so die größten Veränderungen, würde ich sagen. Und für uns als Hochschule war noch wichtig, dass wir das gut verbinden mit einer wertebasierten Persönlichkeitsbildung. Also das scheint mir unumgänglich zu sein. Die gesellschaftspolitischen Herausforderungen verlangen Persönlichkeiten in den Schulen. Also daher Wissen alleine würde nicht genügen.